Wunderbar, die Tauben sind wieder da. Potenzgesetze, ich sagte es gerade eingangs, wer sich Potenzgesetze so antut, dass er sagt, ich muss diesen Kram hier, das muss ich auswendig lernen, also hier sowas, der ist selber schuld. Ich pflege es gerne anders darzustellen, sodass man, wenn man kein Tafelwerk oder sowas in der Nähe hat, dann auch sich die ganze Sache viel leichter selber klar machen kann. Wie geht sowas? Beispiel. Wenn ich mache das gerne in Zahlen. Wenn ich da stehen habe, 4 hoch 5, und jetzt nehme ich nicht diese Babyschreibweise, sondern ich teile das gleich mit dem Bruchstrich, geteilt durch 4 hoch 3, und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, dann kann ich mal ganz schnell Folgendes machen und habe das Potenzgesetz automatisch mir selbst wieder erarbeitet. Dann schreibe ich diese 4 5-mal nebeneinander, ne? Hoch 5 heißt ja, diese Zahl, die 4, mit sich selbst 5-mal zu multiplizieren und mache das gleiche unten unterm Bruchstrich und sehe dann Folgendes. Ich kann nämlich, ich mache das mal gleich farbig, diese und diese 4 gegeneinander kürzen. 4 durch 4 ist 1, 4 durch 4 ist 1, auch hier ist es so und auch hier ist es so. Und was bleibt übrig? Es bleibt übrig 4 hoch 2. Ne? 4 mal 4 ist 4 hoch 2. Das bleibt dann übrig. Ich kann auch 16 dazu sagen. Aber mir geht es ja jetzt um die Potenzgesetze allgemein. Das gleiche kann ich auch mit Buchstaben erledigen. Wenn da steht, meinetwegen, x hoch 5 durch x hoch 4, dann könnte ich das genauso machen. Mache ich mir jetzt noch einmal schnell die Mühe und schreibe das x 5 mal nebeneinander. Habe ich das? 1, 2, 3, 4, 5, jawohl. Und mache das unten genauso und sehe. Ich kann ja auch Buchstaben durch Buchstaben teilen. Mache ich das wieder farbig. X durch X ist 1. X durch X ist 1. Das gleiche hier auch. Und wenn ich das einmal mir so nachvollzogen habe, dann brauche ich das nicht mehr zu lernen. Dann kann ich das. Man muss es aber hinschreiben. Mathe ist Schreiben, das wissen wir alle. Genauso ist es in einem anderen Fall, wenn ich Folgendes sage. Wie viel ist 4 hoch 2 mal 4 hoch 3. Kleinen Moment, da kommt jemand. So, das gleiche kann ich also auch so mir klar machen, dass ich sage, okay, 4 hoch 2 mal 4 hoch 3, Mensch, wie war denn das? Muss ich das nur mal nehmen? 2 mal 3 hier oben? Oder, ach, ich schreibe es mir nochmal hin. 4 mal 4, das ist das hier. Mal, das ist dieses Mal. Und dann 4 mal 4 mal 4. Und jetzt sehe ich, aha. Ach, das sind ja 5 und nicht 2 mal 3 ist 6. Bis dahin klar? Das gleiche machen wir mit Buchstaben. Ich mache das mal mit Kilometern. Kilometer zum Quadrat durch Kilometer hoch 3. Kann ich dann also, jetzt bin ich mir nicht sicher, was kommt denn wirklich raus? Kommt da Kilometer raus oder kommt 1 durch Kilometer? Ach komm, egal. Ganz schnell mal hingeschrieben. Kilometer mal Kilometer. Hier unten Kilometer mal Kilometer mal Kilometer. Und jetzt sehe ich, aha, hier wird gekürzt wieder. Schwupp, schwupp und schwapp, schwapp und du bist ab. So, was bleibt hier übrig? Hier bleibt oben eine 1 über dem Bruchstrich und unten das Kilometer. Also heißt es 1 durch Kilometer, was übrig ist. Ich kann es mit Xen machen, mit As, mit Zs, mit sonst was, Kilometer, mit Sekunden, mit Stunden, mit ganz egal. Das funktioniert immer. Jetzt setze ich mal einen drauf. Was passiert bei Folgendem? Das Potenzgesetz sähe so aus: a hoch n in Klammern hoch m soll dann sein a hoch n mal m. Das ist sperrig, sowas. Also, ich finde es nicht gut, sich das so zu merken. Merken wir es uns leichter. Wir machen das wieder mit einer Zahl. Wir sagen ganz einfach: Naja, was passiert, wenn ich sage 5 hoch 3 und das alles hoch 2? Dann kann ich doch Folgendes sagen. 5 hoch 3 ist 5 mal 5 mal 5. Und wenn ich jetzt dir einen Zwischenschritt mache und sage hoch 2, dann heißt das Klammer mal Klammer. Also das hieße Klammer mal Klammer. Ne? Klammer hoch 2 heißt Klammer hoch Klammer. Und wenn hier 3 Fünfen stehen und hier in der Klammer 3 Fünfen stehen, dann sehe ich, aha, das ist insgesamt 6 mal die 5 nebeneinander geschrieben, das ist also 5 hoch 6. Also muss ich in diesem Fall 3 mal 2 den Exponenten multiplizieren. Bis dahin klar, ich mache mal Pause. Das müssen wir jetzt erstmal besprechen. So, jetzt ein paar Übungsaufgaben. Und jetzt, wie gesagt, das hier, was wir eben gemacht haben, das sind
die Sachen, die man sich auf dem Schmierzettel mal klar macht, um dann bei schwierigeren Aufgaben das anwenden zu können. Erste Aufgabe 6 hoch 7 geteilt durch, in Babyschreibweise geteilt durch 6 hoch 2, 5 hoch 1,5 mal 5 hoch 2,5, 5 hoch 6 in Klammern hoch 1/2, man muss es auch so sprechen, in Klammern hoch 1/2, 9 hoch 9 mal 9 hoch 10 und das alles geteilt durch 9 hoch 90 soll das heißen. Ich habe hier ein bisschen geschmiert. Das liegt alles am Computer. So ein hässliches Ding. So, ich mache jetzt Pause und wer es zu Hause üben möchte, der macht das und wir kommen dann zum Ergebnis. So, wir kommen zur Auflösung. In diesem Fall 6 hoch 7 geteilt durch 6 hoch 2. Das geht ja noch einfach. Das kann man ja auch notfalls so hinschreiben, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 und unten 2 Sechsen und dann kürzen und voneinander abziehen, beziehungsweise, wenn man sich das hier klar gemacht hat, dann weiß man, was man machen muss, nämlich die Exponenten voneinander abziehen. Also ist das 6 hoch, 7 minus 2 ist 6 hoch 5. Habe ich das richtig gemacht oder habt ihr das auch? Aber blöd ist, 5 hoch 1,5 kann man nicht hinschreiben. Wie will man eine halbe 5 hinschreiben oder so, ne? 5. 5 hoch 2 ist kein Problem, da schreibe ich 5 mal 5. Aber 5 hoch 1,5, da müsste ich schreiben 5 hoch. Nee. Aber wenn ich mich daran erinnere und sage, das geht ja so, indem ich die Exponenten nämlich addiere, ja, dann geht's. Dann sage ich 5 hoch 1,5 plus 2,5 ist 5 hoch 4. Und das wäre 5 mal 5 mal 5 mal 5, 625. Aber uns genügt jetzt die Kurzschreibweise, total, ne? Genauso. Wenn ich diesen nächsten Fall nehme und sage 5 hoch 6, das kann ich schreiben, aber wie soll ich hoch 1/2 hinschreiben? Dann sage ich, Moment mal, das hatte ich mir ja hier klar gemacht. Jetzt muss ich die Exponenten multiplizieren und das geht. 6 mal 1/2 ist nur 3, also 5 hoch 3. Jetzt scheint es komplizierter zu werden. Jetzt muss ich mich wirklich daran erinnern und muss sagen, komm, das schreibe ich nochmal einzeln, damit mir nichts durch die Lappen geht. Ja, nicht hier kürzen, die 90 und die 10 oder so. Um Gottes Willen. Exponenten kann man so nicht kürzen. Aber ich kann eins machen. 9 mal 9 mal 9 hoch 10 ist 9 hoch 19. Und dann habe ich hier unten 9 hoch 90. Und jetzt wende ich das andere Potenzgesetz, gleich das von Anfang hier an und ziehe die beiden Dinger voneinander ab. Und zwar, das ist dann 1 durch 9 hoch und jetzt 90 minus 20 wären 70, aber es ist 71. Das ist eine Riesenzahl, ist mir auch klar. Aber das ist das Ergebnis. Ich zeige es auch gleich, noch was anderes draus machen, da komme ich gleich drauf. Jetzt gibt es eine Frage. Ganz genau, man kann auch sagen, na und, dann mache ich das im Kopf so, dass ich sage, von der 90 hier, Moment, hier von der 90, da ziehe ich erst die 10 ab, dann habe ich bloß noch 80 und dann ziehe ich die 9 nochmal ab, dann habe ich 9 hoch 71 unterm Bruchstrich stehen. Jetzt kommen wir aber zu einer anderen Schreibweise und jetzt gibt es ein kleines bisschen Staunen. Moment. Wenn ich mir das hier so angucke, hier gibt es ja so ein bisschen, gab es ja so ein bisschen Verrücktheiten. Wieso hier oben eine 1? Ich gehe nochmal hier drauf ein. Wenn ich oben weniger habe und unten mehr, bleibt unten was stehen und oben durch die Kürzerei bleibt eine 1. Alles gut und schön, das mag noch gehen. Was ist denn, wenn ich jetzt ganz stur Folgendes mache? Ich sag mal 3 hoch 2 geteilt durch 3 hoch 5. Ja, gut, ja, 3 mal 3 und unten 3 mal 3, blablabla. Das kann ich ja machen. Aber wie wir es hier oben und hier ganz oben schon alles unser Arbeit haben, heißt es ja, ich muss die Exponenten voneinander abziehen. Dann dürfte ich auch sagen, dass es 3 hoch 2 minus 5 ist. Minus 3. Noch klar? Gut. Und wenn ich das aber anders hinschreibe, dann kann ich das genauso hinschreiben wie 1 durch 3 hoch 3. Und jetzt haben wir uns selber schon was erarbeitet, und zwar, dass etwas hoch Minus Exponent heißt, das ist genauso wie 1 durch mit positivem Exponenten. Das heißt also nochmal anders gesagt, ich gebe jetzt noch ein Beispiel in Hellblau dazu. 10 hoch minus 2 heißt dann nichts anderes als 1 durch 10 hoch 2. Beziehungsweise ein Hundertstel ist dasselbe. Also 10 hoch minus etwas bedeutet, das Gleiche rutscht komplett mit positivem Vorzeichen nach unten.
Das heißt aber auch, dass, wenn ich Folgendes dastehen habe, 1 durch 3 hoch minus 2, es bedeutet, das ist 3 hoch 2. Warum? Denkt dran, durch ist mal. Jetzt kommen wir ideal zur Wiederholung. Doppelbruch. Das hier sieht nämlich so aus. 1 durch, und jetzt muss ich das anwenden. 1 durch 3 hoch 2. Durch heißt, hier unten, das gehört gleich auf den Bruchstrich. Und dann kann ich den ganzen Bruchstrich weglassen, denn ich mache es mal ausführlich. Das wäre 3 hoch 2 durch 1. Hier die olle 1, die schenke ich mir. Und dieses durch 1 kann ich mir auch schenken. Also kann ich auch gleich sagen, das ist 3 hoch 2. Hier, in diesem Fall. So hängt es zusammen. Und das hoch minus macht immer eine Art reziproken Wert mit andersrum einem Vorzeichen. Blöd gesagt, weiß ich. Ich sage es trotzdem so. Machen wir dazu mal eine Übung. Das heißt also, vermeide Brüche, hieße in diesem Fall, ich möchte kein 1 durch 9 hoch 71 haben, sondern ich müsste hierzu sagen 9 hoch minus 71. Und dazu jetzt die Übung. Beispiel 2 hoch 7 geteilt durch 2 hoch 9. 2 hoch minus 2 geteilt durch 2 hoch minus 3. 4 hoch 5 durch 4 hoch minus 2. Und ja, nee, da lassen wir es jetzt erstmal genügen. Jetzt die Übung. Jetzt mache ich es nochmal ausführlich. Wenn ich jetzt hier sage 2 hoch 7 durch 2 hoch 9, dann heißt es ja, hier oben bleibt nichts übrig, dann heißt es ja 1 durch 2 hoch 2. Ne? Wenn ich aber keinen Bruch haben möchte, denn das war ja die Ursprungsaufgabe, dann heißt das 2 hoch minus 2. Ja, das ist das Ergebnis. Achtung, hier bedeutet das jedes Mal, der negative Exponent lässt den gesamten Ausdruck nach unten rutschen und hier in diesem Fall nach unten, also nach oben. Also könnte ich auch schreiben, das ist 2 hoch 3 geteilt durch 2 hoch 2. Das weiß ich aber, 3 minus 2 ist 1, also das ist 2. Hier heißt es 4 hoch 5 durch 4 hoch 2 heißt 4 hoch 5 mal 4 hoch 2, also 4 hoch 7. Schwupp. Bis dahin Fragen. Wunderschön. Wenn wir jetzt ganz stur sind, ich mache das mal in blau daneben, das Bemerkungszeug hier, das lasse ich mal weg. Wenn ich hier Folgendes sage, 2 hoch 7 minus 2 hoch 9 ist, 2 hoch 7 durch 2 hoch 9 ist 2 hoch 7 minus 9. Moment mal. Dann, ich schreibe es mal so, ist 2 hoch 7 minus 9. Hier oben eingeklammert. Dann bedeutet das, ist 2 hoch, 7 minus 9 ist minus 2. 2 hoch minus 2. Machen wir das hier. 2 hoch. Und jetzt? Minus 2 minus minus 3. Das mal hier oben eingeklammert. Minus 2 minus minus ist plus. Minus 2 plus 3 ist 2 hoch 1. Also 2. Oder hier 2 hoch 5. Minus, minus, 2, 5 plus 2 ist 7. Daher kommt die 4 hoch 7. Okay, mache ich die letzte nochmal in blau. Und zwar 4 hoch. Und jetzt 5 minus minus 2. Ne, wir ziehen voneinander ab. Minus, minus 2 ist, jetzt alles eingeklammert, ist plus 2. 5 plus 2 ist 7. Daher kommt diese 4 hoch 7. Auch hier geht das. Ich schließe jetzt diesen Teil des Videos hier mal ab, damit das für die puren Übungen nicht zu lang wird. Man kann sich, ich sage das auch jetzt nochmal, man kann sich diese Übungen auch selber zusammenbasteln, indem man sich irgendwelche blödsinnigen Zahlen einfallen lässt. Hier zum Beispiel, ne, mit hier mit krummen Zahlen, mit Kommazahlen oder mit Brüchen und so weiter, kann man machen und kann das dann einfach ausprobieren. Das Gleiche kann man auch machen
mit Malaufgaben, sag ich mal, Multiplikation, also 2 hoch 7 mal 2 hoch 9, 2 hoch minus 2 mal 2 hoch minus 3, so ein Kram, geht alles. Kann man machen, komme ich gleich drauf. Aber ich schließe das Video hier erstmal an der Stelle ab und wir machen dann mit diesen anderen Aufgaben dann weiter. Jetzt ist Schluss.